Servus Laufhelden, Andi Falter hier. Freut mich, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute mit einem neuen Video aus dem Studio GetFit mit dem altbekannten Sporttherapeuten Mario Mosbeck. Und heute reden wir über eine Beschwerde von Läufern, die vielleicht ja nicht so auf dem Fokus ist, und zwar der Rücken- bzw. Rückenbeschwerden. Was hat das mit Laufen zu tun? Wie kommt das Ganze zustande? Und wie immer ein paar Übungen, dass ihr dagegen was tun könnt. Also viel Spaß mit dem Video. Ja, und wir sind schon in der richtigen Position jetzt, weil wir schauen uns an, wie das Ganze mit dem Rücken ausschaut. Was sind so die Beschwerden oder was die Beschwerden so von Läufern sind beim Rücken? Ja, das ist auch schon meine Frage, Mario. Was, ja, Rücken assoziieren wir jetzt, zumindest ich vielleicht nicht und viele Leute wahrscheinlich nicht im ersten Moment gleich mit dem Laufen. Was hat es damit auf sich? Ja, kommt auch immer wieder vermehrt vor, dass Läufer zu uns kommen, die im unteren Rücken, also in der Lendenwirbelsäule, Schmerzen haben. Rücken ist auch relativ komplex, kann auch sehr vieles sein. Die meisten davon sitzen sehr viel im Büro, machen wieder zu wenig Ausgleichsübungen, wie haben wir ja schon beim Thema Beweglichkeit. Auch da spielt natürlich, jetzt sind wir wieder bei meiner Lieblingsmuskulatur, der Arsch, ja, ja. Eine riesengroße Rolle. Ja. Der natürlich ganz, ganz eng mit dem Rücken verbunden ist. Und grundsätzlich ist es so, dass wir wieder uns anschauen, Beweglichkeit und die Muskulatur. Und dann heute halt das Programm des jeweiligen zusammenstellen. Und dann mal schauen, okay, wie reagiert der Rücken. Wiederum abklären vorher orthopädisch, ob kein Schaden vorhanden ist, Bandscheibe oder sonstiges. Möglicherweise könnte es aber auch eine Blockade sein von den Wirbeln, ja, das sollte man sich dann auch vom Fachtherapeuten anschauen. Ja. Und dann kann man dann schon einiges ausschließen und beginnt dann schon wieder mit dem Aufbautraining. Mhm. Kann man jetzt vielleicht sagen, ich glaube, Rücken ist so ein klassischer Bereich, was man immer wieder kennt, wo man den Schmerz nicht lokal teilweise im Rücken findet, sondern wo das dann auch ausstrahlt. Wann, bei welchen Beschwerden kann ich davon ausgehen, dass ich jetzt Probleme mit dem Rücken habe, oder wie äußert sich das jetzt so als erfahrungsgemäß bei deinen Patienten? Also die meisten grundsätzlich, also ein hoher Prozentsatz, hat im Quadratus lumborum die Schmerzen. Das ist auf der Seite, ja, also unten Lendenwirbelsäule, neben der Wirbelsäule, ein Muskel, der Rippenbogen mit Hüfte verbindet. Da sind halt die meisten Schmerzen, und der ist meistens, wenn man den dann angreift, ja wirklich steinhart. Okay. Ja. Und da sind die meisten Schmerzen von bei den Läufern. Ja. Aber wenn man dann weiter runter geht, merkt man auch da, dass dann da auch da alles schon sich richtig verkrampft und richtig hart ist. Also da sollte man auch dann schauen, ein bisschen die Verspannungen, ja, zu lockern, mhm, und dann mal schauen, okay, wie reagiert der Ganze drauf. Ja. Der Bauch spielt natürlich auch eine riesengroße Rolle, ja, der Gegenspieler zum Rücken, ja, den sollte man sich auch anschauen. Der ist auch bei den meisten zu schwach. Ja. Es ist kaum eigentlich der Rücken, ja, ja, der zu schwach ist. Ja. Es ist grundsätzlich meistens der vordere Anteil. Mhm. Okay, das heißt, einerseits kann man da vielleicht ansetzen bei der Verhärtung, ganz einfach, weil der Rücken, oder dann hinein in den Hintern, dass da irgendwas einfach zu fest ist, verhärtet ist, und auf der anderen Seite dann, das ist eben immer das allgemeine komplexe Zusammenspiel, natürlich in dem Fall halt dann der Bauch als Gegenspieler zum Rücken, wenn der, genau, schwach ist, ist natürlich irgendwie Körperhaltung spielt natürlich auch eine riesengroße, ja, Rolle, gerade beim Rücken, ja. Ja. Also das sollte man sich auch anschauen, okay, wie ist die Körperhaltung, wie ist die Stellung der Schultern. Brustwirbelsäule spielt natürlich auch eine riesengroße Rolle, ja. Ja. Wenn ich unbeweglich bin in der Brustwirbelsäule, dann habe ich mehr einfach eine Fehlrotation in den Beinen, ja, also das wirkt sich dann bis nach unten aus. Ja. Okay, und da, ich meine, da kann ich mir vorstellen, da spielt natürlich wahrscheinlich der Alltag auch viel rein, gerade wenn man viele herumsitzt und so weiter. Und wenn wir jetzt zu den Übungen dann weitergehen, was versuchen wir jetzt sozusagen zu beheben, dass wir einfach da unsere Beschwerden minimieren können, oder dass wir einfach vorsorglich was machen können gegen Rückenschmerzen? Genau, also grundsätzlich im ersten Schritt nimmt man mal die ganze Spannung raus aus der Muskulatur. Das ist einmal das Wesentliche. Ja.
Und wenn ich dann den Tonus gesenkt habe, dann kann ich mal beginnen mit der Beweglichkeit. Ja. Mhm. Man kann das natürlich auch kombinieren, ja, also Spannung rausnehmen, Unbeweglichkeit. Ja. Und dann kristallisiert sich eh schon relativ schnell raus, okay, aha, es wird besser, es wird deutlich besser, es ist weg. Ja. Und dann hat man wieder diesen fließenden Übergang, so wie bei jeder anderen Beschwerde, ja, ins Krafttraining hinein. Okay, passt. Na dann würde ich sagen, nachdem bei mir die Position auch schon etwas unangenehm wird und ich schon merke, wie sich der Rücken verspannt, sollten wir ein bisschen was angehen und ja, schauen wir uns mal an, was für Übungen wir gegen Rückenschmerz und Rückenbeschwerden machen können. Gummiband. Okay, und wir kommen zu den Übungen für den unteren Rücken. Du hast das Wort Hardcore schon im Vorfeld jetzt in den Mund genommen. Ja, in Bezug auf die Übungen weiß ich nicht, ob ich mich freuen soll, aber schauen wir mal, was du wieder im Bett hast jetzt für uns. Was haben wir heute? Die Gummibandelübung sozusagen. Okay. Du bekommst von mir ein Gummiband. Danke. Ja. Auch das ist ein Trainingsgerät, was sensationell ist. Also da kann ich auch, also man merkt schon an den ganzen Übungen, man kann grundsätzlich fast alles zu Hause machen. Ja, man muss nicht unbedingt jetzt in das Studio gehen. Auch wenn man Schmerzen und Beschwerden hat, kann ich das daheim relativ gut behandeln mit Übungen. Ja. Gymball haben wir gehabt, ein Gummiband haben wir jetzt, einen Besenstiel haben wir. Ja. Ja. Das sind Sachen, die ja, erschwinglich sind und wirklich für Sinn machen. Okay, also in dem Fall, vielleicht der Anruf, dass er, bevor er Fitnessstudio-Mitgliedschaft, wo er dann nicht hingeht, euch besorgt, spart eine Jahresmitgliedschaft und kauft euch vielleicht so einfache Dinge, die Bände, den Ball, den wir bei der, Gruppe machen, bei den Hüftübungen gesehen haben. Ja, schauen wir uns mal an, ja, was wir mit dem alles machen. Thema Rücken. Wir haben im Vorfeld schon gehört, der Rücken ist abhängig vom Hintern. Deswegen machen wir meine Lieblingsübung. Ja. Die Hüftzange schaut so aus, ich mache es einmal vor. Okay. Ja. Du darfst das, wir machen es dann eh gemeinsam. Ja. Ich hoffe, das sieht man ganz gut da. So. Position ist wieder da gerade, so gerade wie möglich, 90 Grad. Ja. Hand kannst du da oder da, das ist mir relativ egal, du kannst dich da auch abstützen. Ja? Und dann kennt man ja den Klassiker, dass man einfach auf und zu macht. Ja? Ja. Das ist gut und schön, ist eine gute Übung. Ja? Wir machen das nach der Balli-Sitzleiter. Ja? Ich mache es einmal vor, du darfst danach machen. Es ja? Schaut dann so aus, es sind immer 10 Wiederholungen, aber mit Sekunden statischen drauf. Ja? Das heißt, 1, 1, 1, 2, 1, 2, das heißt, die Sekunden werden immer gehalten. Ja? Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und das machen wir bis 10 durch. Ja? Okay. Die ersten 3, 4, eventuell der 5. wirst du denken, ja, was ist denn das? Ja, okay. Aber dann. Dann wirst du genau wissen, was ich meine. Ich glaube, ich weiß jetzt schon. Wir werden uns einmal da so positionieren. Wir machen mal gemeinsamer Durchgang. Okay. So, da tust du abwinkeln. Ja. Die bleiben zusammen. Die bleiben du bleibst gerade da. Ja. Ja. Das hast du vor die Knie. Perfekt. Du steckst ein bisschen aus da. So ausstrecken da. Ja, genau. So haben wir es. Ja. Ich zähle vor. Ja. Ja. Und los geht's. Und weit raus, ja, also weit aufmachen und auch immer ganz zusammengehen. Ja. Ja? Also 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hast du nicht gesagt, noch fünfmal vom Zahn oder so? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das letzte, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Natürlich dann noch auf die andere Seite, oder wolltest du? Achso, gar nicht von 10 zurück. Nein. Ja. Wo hast du das gespürt? Ja, da war schon, also wenn man es dann vielleicht bei 15 Sekunden mal haltet, da kommt dann der Krampf, glaube ich. Da irgendwo. Genau, also in der statischen Position ist dann relativ isoliert. Ja? Also man spürt den Muskel dann auch, das ist ganz, ganz wichtig, dass man den dann auch spürt, wenn man dort trainiert. Ja? Weil jetzt nur durch die Wiederholungen spüre ich nicht 100%. Ja? Ja. Aber wenn ich dann wirklich reingehe und die Sekunden halte, das ist durch die Idee dahinter, ja? Dass ich da auch die Wahrnehmung einfach verbessere von den Muskeln. Ja? Und du hast gemerkt, da tut sie was. Ja, ja, das gibt einen fetten Muskelkater. Sehr gut, das heißt, wir haben das Bandel schon mal benutzt für eine schöne Übung. Ja, was können wir noch tun? Ja, und zwar spielt natürlich die Vorderseite auch eine riesengroße Rolle für den Rücken, nämlich der Bauch. Da sollten die Athleten einfach wesentlich mehr machen. Ja? Mehr heißt nicht auch wieder übertreiben, sondern halt, das soll die Balance halt gut passen. Ja? Mhm. Und da gibt es den verkehrten Käfer, den meine Athleten mittlerweile schon lieben. Ja, wir haben jetzt eine schöne Liga draus gemacht, okay. Der ist der Beste. Okay, ja. Und auf Platz 1 steht momentan ein Mädel, ja, die 7 Minuten und 3 Sekunden das durchhält. Okay. Ich werde jetzt dann sehen, was ich meine. Also ich kenne die Übung noch nicht, aber 7 Minuten das ist schon heftig. Ja. Also das ist schon wirklich gut. Das zeigt, dass die Athletin auch schon vom Rumpf her und von der Muskulatur wirklich sehr, sehr stark ist. Ja. Und auch dementsprechend auch die wenigsten Beschwerden hat. Ja. Gut. Schaut so aus, liege ich mal diagonal her, dann sieht man es glaube ich besser. Ja. Legt sie am Boden, noch nicht für den Rücken, ja. Für den Bauch. Ja. Dann geht man in die Vierfüßlerstellung verkehrt praktisch. Ja. Stellt die Ellbogen auf, ja. Haltet aber nicht den Kopf, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. So, Radfahrposition oder Radfahrübung kann man auch dazu sagen, dann strecke ich aus. Ausschlaggebend ist aber, dass die Ellbogen den Oberschenkel berührt. Also nicht da oben hat oder auf der Seite, sondern wirklich berührt. Und dann strecke ich auch das Bein immer wieder aus. Ja? Nicht diagonal, ja? Das mag ich nicht. Ich will wirklich nur den Bauch, ja? Also nicht spezifisch dann die seitliche Bauchmuskulatur, sondern nur den geraden Bauch. Und dann versuche ich dann wirklich auch mit Druck ein bisschen den Ellbogen zu berühren. Hände halten, nicht den Kopf. Und dann schaue ich mal, wie lange ich das aushalte. Mhm. Mhm. Ja, da können wir mitstoppen. Mhm. Ja? Ich würde natürlich gerne 7 Minuten dann machen, ist halt zu lang fürs Video leider, aber. Stimmt, ja. Schade. Schade, da müsste ich zu viel vorspulen haben. Wichtig ist, dass ich ausstrecke dabei, dass der Oberkörper in der Halswirbelsäule ein bisschen nach oben geht, aber ich auch immer wieder diesen Ellbogen berühre. Das ist ganz wichtig. Aber viele haben schon Schwierigkeiten, den Ellbogen zu berühren. Das zeigt, dass da schon die Muskeldisbalance halt sehr hoch sind. Mhm. Ja? Schauen wir mal, wie weit ich komme. Okay, das heißt, da baue ich einfach mal hin. Genau. Beine in die Höhe, dann die halt. Genau, so zusammen. So, dann machst du mal langsam. Berühr, oben, ja, genau. Genau, und immer wieder ausstrecken, das ist ganz wichtig. Und dann bringst du ein gewisses Tempo rein. Ja, das Tempo ist gut. Fokus ist jetzt immer, Oberschenkel berührt den Ellbogen. Nicht diagonal. Genau, und dann lege mir dann eben die Stoppuhr und schau mal, wie weit komme ich. Das Ganze kann ich dann intervallmäßig machen, dass ich sage 2, 3, 4 mal 30 mal, 2 mal 50 mal pro Bein. Ja. Da kann ich individuell mir das Trainingsprogramm zusammenstellen. Ist eine sehr einfache Übung, kann ich überall machen und du merkst richtig, es geht zentral wirklich da rein. Ja, ja, man merkt schon. Und ich schone auch die Wirbelsäule. Ja. Habe keine ruckartigen Bewegungen drinnen, die man sonst von Crunches kennt. Ja? Und du merkst schon, es geht dort rein. Es geht schon rein und eben hat nichts. Viele sind dann versucht, wahrscheinlich klar, wo sie dann so irgendwie. Ja, genau, ganz schlecht. So oder so, das ist natürlich. Also das ist eher die ruhigere sehr Variante. Kontrolliert, aber zentral, isoliert. Und wenn man das mit Musik macht, in einem super Takt, ja, kann das am Ende des Tages sogar Spaß machen. Ja. Schauen wir mal, aber ja.
7 Minuten. Ja. Weiß ich nicht. Ja, ist hart. 7 Minuten ja. Ist hart. Ja. Aber ich kann gerne in die Studie vorbeikommen und sich in die Liga eintragen. Ab Platz 13 geht's los. Und der steht momentan, muss ich selber noch schauen, bei 1 Minute und 11. Das heißt, würdest du jetzt heute 1 Minute und 12 schaffen, würdest du schon in der Liga drinnen sein. Das war ich schätze, so 3 Minuten. Ja, fix, ja. Passt, das heißt, das waren unsere paar Übungen mal für den Rücken. Das heißt, ihr habt es jetzt einfach gesehen, Mobilität wieder, beziehungsweise jetzt im Zusammenspiel einfach mit der Vorderseite, mit dem Bauch, dass ihr da kontrolliert, was macht. Kannst du auch ganz easy zu Hause machen. Und von dem her, macht ein bisschen was, dann erspart ihr euch die Schmerzen im Rücken. Ja Leute, das war's mal von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, dass ihr in Zukunft einfach die Verletzungen besser behandeln oder besser präventiv vorsorgen könnt. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat oder besser noch, wenn es euch geholfen hat, lasst mir bitte unten ein Like da, abonniert meinen Kanal, würde mir sehr auf YouTube helfen. Aktiviert die Glocke, dann gibt ihr regelmäßig Infos, wenn neue Videos von mir da sind zum Laufsport. Und bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute, viel Spaß beim Training und wir sehen uns im nächsten Video.